Sprechen möchte ich darüber mit der Leiterin des Weltinvestigativteams. Annette Dovideit ist mir zugeschaltet, denn ihr habt schon recherchiert, vor allem zu dem Täter. Wir haben es gerade schon einmal gesagt, er ist deutlich vorbestraft. Warum hatte man ihn also nicht besser im Blick? Es ist gar nicht so sicher, dass man ihn nicht im Blick hatte. Also wir haben ja auch eben gehört, er war in Untersuchungshaft, ist erst ein paar Tage vor der Tat entlassen worden. Er war ja immer wieder in Kontakt mit den Behörden wegen der diversen Straftaten, also gefährlicher Körperverletzung. Das heißt, man wusste schon Bescheid darüber, dass von ihm möglicherweise eine Gefahr ausgeht. Und tatsächlich ist auch dieser Asylschutzstatus, den er beantragt hatte, bereits überprüft worden. Also es lief vor der Tat schon ein Verfahren, um zu schauen, ob man ihn möglicherweise abschieben kann. Die Frage ist vielleicht eher, warum konnte man die Öffentlichkeit nicht vor ihm bewahren, obwohl bekannt war, dass möglicherweise von ihm eine Gefahr ausgeht? Gibt es denn darauf eine Antwort? Noch nicht. Also wir sind mit unserem Team häufiger mal mit solchen Fällen in Berührung gekommen. Es gab ja immer mal wieder in den letzten Jahren verwirrte Angreifer, die zum Beispiel in Zügen wahllos auf Menschen eingestochen haben oder sie angegriffen haben, auch auf öffentlichen Plätzen. Und dieses Phänomen, das scheint ja wirklich zuzunehmen, dass man verwirrte Einzeltäter hat, die nicht irgendwie einer Terrororganisation sich zugehörig fühlen, sondern einfach möglicherweise durch das, was sie erlebt haben in ihrem früheren Leben, einfach völlig aus der Bahn geworfen sind. Und die Bundesländer, also die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern, haben tatsächlich dieses Phänomen schon auf dem Schirm und versuchen, Lösungen dafür zu finden. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil nicht so viele Plätze da sind, um den Leuten eine angemessene Therapie zukommen zu lassen oder sie auch in geschlossenen Anstalten, in Kliniken unterbringen zu können. Und das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder intensiv diskutiert werden, wie man diese Versorgung einfach verbessern kann. Jetzt hast du das Thema Abschiebung ja auch schon angesprochen. Generell kein einfaches Thema hier in Deutschland. Das haben wir immer wieder bei Straftätern gesehen. Jetzt ist er aber auch noch staatenlos. Was bedeutet das? Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, Leute erstmal zu gucken, also wie kann man überhaupt vorgehen. Wir haben im Moment, was Abschiebungen angeht, ja auch ohnehin eine schwierige Lage, dass Sammelabschiebungen diskutiert werden, dass zum Beispiel Berlin gesagt hat, wir machen jetzt erstmal einen Stopp und schieben nur noch in Einzelfällen überhaupt ab. Ich glaube, das Thema wird in den nächsten Tagen sehr groß werden und gerade in dem Fall wird es dafür keine einfache Lösung geben. Vielen Dank dir für diese ersten Anhaltspunkte. Danke auch. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.